Nachdem es am vergangenen Wochenende in der Liga wieder mit einem vollen Erfolg klappte, hob die Austria am Dienstagmorgen mit gestärkter Brust in Richtung Madrid ab. Auch die Tatsache, dass Atletico-Trainer Diego Simeone im Hinspiel phasenweise die beste Saisonleistung seiner Rojiblancos konstatierte und die Veilchen eben nicht ihren Leistungszenit erreichten, lässt darauf hoffen, dass die Wahrheit doch nicht so deutlich aussieht, wie es das 0:3 in Wien vermuten ließ. Natürlich, wir müssen, ist jedem klar, dass wir müssen am Limit spielen, um was mitnehmen zu können. Wir werden eine große Portion Glück brauchen, um was mitnehmen zu können. Aber wir glauben an die Chancen. Wir gehen in jedes Spiel mit Überzeugung, dass wir gewinnen können. Morgen wird ebenso sein. Ich hoffe nur, dass wir nicht diese Respekt, die wir zu viel Respekt, die wir zum Atletico gezeigt haben im ersten Spiel, dass wir das nicht morgen machen. Und wenn das dann so ist, dann steigern unsere Chancen ins Spiel. Für uns ist ganz klar, dass die Mannschaft einen sehr aggressiven Spielstil hat. Das haben wir schon im Vorfeld gewusst. Das wissen wir auch aus der Liga in Spanien. Es gibt auch den einen oder anderen Spieler, der da etwas heraussticht, auch vor allem der Stürmerstar Diego Costa. Somit war das für uns nichts Unbekanntes, nicht, aber der Trainer hat es vorhin erwähnt, wir sind in den ersten 20, 30 Minuten in Wien etwas zu respektvoll aufgetreten und das ist eigentlich das große Thema für morgen, dass wir das auf alle Fälle ablegen wollen, aber grundsätzlich wissen wir schon um den Spielstil und den Starken der Madrider und sie verfügen über sehr viele starke Einzel, können aber auch über eine sehr geschlossene Mannschaftsleistung in der Regel. Ich werde dann nicht in der Kabine sein dürfen, erst 15 Minuten nach dem Spiel, aber die Spieler werden sicherlich sehr gut geführt von meinem Trainerteam, von Kapitän, der seine Aufgaben sehr gut macht und da habe ich überhaupt kein Problem mit dieser Situation, ist natürlich ungewöhnlich, aber ja, muss ich im Leben alles probieren.